Alter, die medizinische Versorgung auf Tropico, ich meine, sie geht jetzt nach oben, ja, alles gut. Aber nichtsdestotrotz, ne, so richtig fetzen tut's noch nicht. Und wir müssen anfangen, wirtschaftlich zu agieren, ja. Wir brauchen Kakao, wir brauchen Eisen, wir brauchen eine Waffenindustrie, Entschuldigung, die wir dann für gutes Geld verkaufen. Ab und zu überkommt's mich hier noch. Zombie-Apocalypse. Und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren Geflüchtelrunde Let's Play Tropico 6. Oh yeah! Ja, die letzten Folgen sind ausgefallen, meine Stimme war weg, dadurch, dass ich häufiger gestreamt habe und am Ragen war, war das alles so ein bisschen problematisch. Sonntag war ich dann schon aktiv wieder mit Anime-Fan am Stream, hab mich da noch ein bisschen kuriert trotzdem. Wir haben auch nur 2 Folgen aufgenommen, das wird sich aber auch so einpendeln, dass 2 bis Maximum vielleicht 3 Folgen aufgenommen werden beim Anime-Fan im Stream, aber ansonsten passt das auch wieder. Da ist der Rage dann nicht mehr ganz so Level-Hardcore, ja? Man kennt ihn, Leute, man kennt ihn. So, in den letzten Episoden, muss ich in dem Fall sagen, haben wir darum gekämpft, unsere Wirtschaft butz nach oben zu böllern und unser Minus auszugleichen. Aktuell haben wir ja unsere Wahl. Die Piratenbucht hatten wir, soweit ich das noch in Erinnerung habe, auch in der letzten Episode tatsächlich gebaut. Die brauchen irgendwas. Ein riesiges Fernglas. Das gönnen wir denen. Jetzt haben wir natürlich wieder ordentlich miese, Freunde. Wir haben miese. Aber was wir unbedingt machen müssen, wir müssen Waffen exportieren. Wir haben jetzt einen hohen Bildungsgrad. Hier arbeiten genügend Leute. Wir haben hier Schüler des Todes. Ich würde ganz gerne mal nach Verordnungen gucken. Autos für alle, Industrie fördern, vorgezogene Waren, Bildung fördern. Wir haben noch nicht genügend Monados, ja. Bildung fördern, erforschen, nicht genügend Geld, das kostet natürlich. Aber wir müssen das echt machen. In die Bildungsoffensive gehen, ganz dringend, weil wir werden ein bisschen mehr auf Industrie bauen. Und da können nicht alle Lachsnacken arbeiten, ja. Deswegen, so, jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Monados. Ein Feuer wütet. Die Wahl war ein wahrer Erdrutsch, Präsident. Jetzt war man. Von der sprichwörtlichen Sorte. Nicht von der Sorte, die die Arbeiterschaft dezimiert. 358 loyale Tropikaner haben für Sie gestimmt, Al Presidente. 2 Individuen haben für Ihren Rivale gestimmt. Kein Problem. Absolut top Wahlergebnis. Absolut super. Hier können wir noch nichts machen. Auf jeden Fall ist das die Verfassung. Recht auf Privatsphäre. Kontrollpunkten sind verboten. Versteckte Rollen aufdecken erhöht globale Freiheit. Wen juckt's? Polizeiwachen und religiöse... Eine totale Überwachung! Wow. Kommt für uns überhaupt nicht in Frage. Ist auch überhaupt noch nicht drin. Berufssoldaten. So machen wir das. Religionsfreiheit. Ein bisschen Sicherheit hilft. Eine glückliche Kindheit, Arbeit als Leben. Ja gut, läuft doch. Ich habe gesehen, dass diese Dinge erhältlich waren und musste sie sofort sehen, Präsidente. Was sagen Sie? Verbessert Ihre Beziehung. Umtauschen. Ich habe noch nicht ganz kapiert, wofür das jetzt ist. Mal gucken, was dann passiert. Lull. Dadurch machen wir weniger Minus. Ja moin.
Okay, alles klar. Achso, Schweizer Bankkonto vielleicht. Kommt das davon? Wir müssen Kakao herstellen. Präsident, ich weiß, dass ihr immer eure Versprechen haltet, aber die Bürger nehmen es mit der Definition von erfüllten Versprechen heutzutage. Ja, okay, wir müssen also noch unsere Gesundheitsversorgung ziemlich hochböllern. Da haben wir jetzt aber richtig heftig zu tun, sobald Geld da ist. Die Ergebnisse sind da und das ist ein entscheidender Sieg für Präsidenten. Unsere geliebte, unumgängliche, staatliche Nummer 1. Lol, warte mal. Geil! Das ist ja cool. Gut, das Gebäude wurde tatsächlich gerettet. So, wir brauchen Medizingebäude, Leute. Ganz, ganz dringend. Das heißt, wir wollen uns darum kümmern. Eine Gesundheitsversorgung von 27 haben wir nur. Das ist eindeutig zu wenig. Wir brauchen mehr Kliniken. Und zwar mehrere vorzugsweise, ganz ehrlich. Hier hätte ich ganz gerne eine. Das ist so ein scheiß teurer Spaß, ne? Hätte ich hier ganz gerne eine. Ja, da haben sie echt viel zu tun. Ich sehe es irgendwo ja ein. Dann können wir hier noch eine hinzimmern. Wobei das ziemlich dumm war. Dann setzen wir hier noch eine hin. Und jetzt haben wir keine Monados mehr, Freunde. Weil hier hätte ich dann auch ganz gerne nochmal eine. Gut, Leute, aber wenn diese Kliniken erstmal da sind, zieht euch das mal rein. Können wir hier noch die staatlich geprüfter Doktor Quacksalber einmal auf Pause, dann können wir nämlich noch eine Klinik errichten. Die Klinik am Südring. Knock, knock. Oder wie die ganzen Sendungen alle heißen, hier hätte ich ganz genau eine. Dann ist hier alles ziemlich gut zugebaut. Am Sägewerk. Unsere Rebellionenbedrohung ist ziemlich niedrig. So, jetzt warten wir erstmal, bis ein paar Monados da sind. Die sollen uns hier unsere Krankenhäuser bauen, unsere kleinen Kliniken. Aha, jetzt geht das hier auch langsam, aber sicher voran. Die verdienen natürlich ganz ordentlich, ne? Das muss man denen ja auch mal lassen. Und ja. So, 28, die Medizinversorgung, sie geht langsam, aber sicher nach oben. Sehr schön. Die Feuerwehr hat das Feuer gelöscht, das erwarte ich auch. Alter, diese Medizinversorgung, die rennen hier echt die Bude an, ne? Können wir noch eine Klinik bauen? Das ist echt übertrieben toll. Oh, geil. Das passt sogar. Dann hauen wir da noch eine hin. Eieiei. So, dann gehen wir mal auf unsere Verordnungen. Wir wollen die Bildung fördern. Bildung. Oh, da müssen wir forschen, Freunde. Forschen, forschen, forschen. Bildung fördern. Bitte als allererstes. Und dann können wir uns hier um die Baugenehmigung kümmern, vorgezogene Wahlen, Bildung, Kriegsrecht, Militärpolizei, Anleihe zu den Waffen, Autos für alle, Vermögenssteuer. So, auf jeden Fall haben wir dann erstmal genügend
Zeug. Ja, seht ihr, jetzt geht's langsam, aber sicher nach Denkt oben. Denkt daran, Klappermäuler können Schiffe versenken. Also verschließt eure Mäuler mit Hilfe eines in Tropico hergestellten Maulschlüssels. Au, das tut weh. Wow. Freunde, das tut doch weh in der Seele. So. Wir brauchen mehr Leute hier. Wir brauchen echt mehr Mediziner. Das ist ganz knallhart so. Und hier unten brauchen wir auch Mediziner. Noch einen. Die medizinische Versorgung. Jetzt geht's ganz schnell nach oben. Finde ich persönlich sehr gut. Jetzt können wir gleich schon mal gucken, was hier jetzt Phase ist. Überfallmonitor öffnen wir. Benötigt Überfälle, bla bla. Auf jeden Fall verdienen die gar nicht mal so scheiße, ne? Ich glaube, da könnten wir noch eine Klinik tatsächlich mal hinsetzen. Oder auch nicht. Ja, da könnten wir jetzt eine so ransetzen. Das sieht aber dann eher scheiße aus. Vor allem, weil wir hier ja noch die Straßen weiterbauen könnten. Alter, da ist ja mal richtig der Bär los. Dann setzen wir hier noch eine hin. Und setzen die hohe Priorität ein. Alter, die medizinische Versorgung auf Tropico. Ich meine, sie geht jetzt nach oben. Ja, alles gut. Aber nichtsdestotrotz, ne? So richtig fetzen tut's noch nicht. Und wir müssen anfangen, wirtschaftlich zu agieren. Ja, wir brauchen Kakao, wir brauchen Eisen, wir brauchen eine Waffenindustrie. Entschuldigung. Die wir dann für gutes Geld verkaufen. Ab und zu überkommt's mich hier noch. Da hitlert er wieder rum. Servicequalität, Besucher. Da können wir hier noch einen einstellen. Einen Ausländer. Es klingt immer alles so böse und rassistisch. Leute, ich meine das nicht so, ja? Nicht, dass wir es hier falsch verstehen. Benötigte Bildung ist die Uni, das wissen wir ja. Und wir haben ziemlich viele Leute, die gerade studieren an der Universität. Sehr gut. So, jetzt läuft das ja auch. Ja, eigentlich können wir das Gebäude wieder abreißen. Es kostet nur unnötig Geld. Dann sollen die Leute bitte darüber gehen. Weil, Leute, das passt doch. Zieht's euch doch rein. Oh, geil. So, jetzt haben wir auch wieder Monados. Guck mal. Wir haben hier noch Platz. Ich finde, das passt. Ich finde, das passt echt. Gut. Wir brauchen einen starken Wirtschaftssektor, Ladies and Gentlemen. Das heißt, wir öffnen einmal unser Inforaster. Kakao würde ich ganz gerne irgendwo anbauen. Frage ist nur wo. Okay, Frage hat sich gerade geklärt. Wir bauen hier eine Street lang. Und setzen für eine Frau, die sehr gerne Schoki isst, ein paar Plantagen hier hin. Wir müssen nur gerade gucken, dass sich das nicht noch überschneidet. Mit Metallen. Alle Ressourcen. Aha. Da gibt's Gold, da gibt's Eisen. Sehr schön. Wird abgebaut. Aber erstmal bauen wir hier das Kohlekraftwerk. Das bauen wir auch dahin. Das Kohlekraftwerk. Ich laber hier vor der Dünnschiffsrunde. Natürlich kein Kraftwerk. Können wir hier noch eine Street durchziehen? Nope. Können wir nicht. Zack. Dann haben wir hier Platz für Häuser. Aber als allererstes bauen wir unsere Plantagen. Ich hätte ganz gerne meine Plantagen. Wo haben wir es? Industrie, Nahrung und Ressourcen. Plantage für Kakao. Ich brauche richtig gut laufende Plantagen. Sollte eigentlich schon reichen.
Da können wir nirgendwo eine Street zwischensetzen, ne? Das ist richtig, oder? Ne. Und so finde ich es fast too much. Dann setzen wir hier nochmal eine Street hin. Man kennt ihn. Man kennt ihn, Ladies and Gentlemen. Dass das jetzt so auf Anhieb gepasst hat. Alter, wie geil ist das denn? Dann brauchen wir, lass uns im Eimer nachschauen. Wir haben obdachlose Bürger. Arm und mittellos. Kein Problem. Gebt mir mal da nicht auf den Senkel, Ladies and Gentlemen. Gebt mir da bitte nicht auf den Senkel. Industrie, bla bla bla. Casino. Oh, wir werden hier richtig geile Sachen bauen können, Freunde. Aber wir brauchen Wohngebäude. Haus, Apartment. Gut situiert sein. Müssen wohlhabend sein. Geringe Mieter müssen mindestens arm sein. Wohlhabend, ne? Nö, dann bauen wir hier 1, 2, 3 Häuser hin. Mit hoher Priorität, dass die Leute instantly auch was zu wohnen haben. Hier, wo die Schoschonen schön wohnen. So, dann hätte ich ganz gerne 2 Sachen. Zu einem brauchen wir ein... ne, Molkerei brauchen wir noch nicht. Da sind wir noch von entfernt. Na, wow. Plantage. Haben wir hier noch Zucker? Zucker können wir da anbauen. Kakao. Tabak. Kaffee. Baumwolle. Gummi. Effizienz 50%. Mais, Banane. Boah, Banane geht ja hier so mega geil, ne? 98% Effizienz. Ja, moin, Alter. Muss absolut los. Würde ich sagen, setzen wir hier noch Bananen hin. 1, 2, 3, 4. So, dann haben wir nämlich hier auf jeden Fall einen nice Bereich, mit dem wir arbeiten können. Wir verbinden diese Straßen. Und dann können wir hier noch sowas wie Belustigungen hinsetzen oder sonst was. Ich hätte ganz gerne hier ein Parkdeck. Genau hier hin. Und eine Busgarage wäre auch super. Sehr zentral auf jeden Fall. Machen wir hier noch eine Straße drumherum. Zack, zack. Gefällt mir, gefällt mir. Ich hätte ganz gerne jetzt als Staatsanwalt. Wie vorteilhaft, dass wir unsere Währung nicht mit Gold oder Silber prägen. Mit Papierwährung wächst das Geld wortwörtlich auf den Bäumen. Nutzen wir diesen Umstand und borgen uns Geld, um unverzichtbare Ausgaben zu decken, wie zum Beispiel schicke neue Militäruniformen. Ja gut, wir haben jetzt die Staatsanleihe angeleiert. Oh, wow, war der schwach, Ares. Sorry! So, wir brauchen ein Transportbüro. Ein Baubüro wäre natürlich auch Premium. Aber erstmal würde ich ganz gerne ein Transportbüro bauen. Ein Transportbüro passt genau dahin. Ah, haben wir sogar. Haben wir in der Nähe, aber ich baue noch eins. Because I can. Oder eins Baubüro. Da haue ich übrigens eine hohe Priorität rein. Dann bauen wir Bildung, Medien. Uni, Radiosender, nein, Feuerwehr, wäre super, haben wir auch da, Mann, ein bisschen konzentrieren wäre natürlich ganz geil, aber eine Kirche wäre schon Premium, damit die Leute schön beten können, die müssen uns ja anbeten hier. Dann schauen wir mal, dass wir hier noch eine Street drum herum ziehen, zack, zack. Dann können wir da zum Beispiel Häuser hinsetzen. Wohngebäude hätte ich ganz... Wow, wow, wow. Einmal nach...
Apartmenthäuser. So. 1, 2, 3. Oh mein Gott, so beautiful, Alter. Wir müssen ja wirklich dafür sorgen, dass die Leute... Warum macht er das jetzt nicht? Machen Sie keine Kaki. Wir reißen mal die hier ab. Verbindung wäre sogar gegeben. Warum macht er das nicht? Unebenes Terrain. Machen Sie keins Kaki. Ja gut, dann können wir die Straße ja hier miteinander wieder verbinden. Zack. Dann gucken wir mal, wie weit die Straße geht. Jo, bis hier. Können wir da eine Verschönerung hinsetzen? Weltwunder, Dekoration in der Größe 1x1. Jo, können wir. Dann ist das halt hier eine Sackgasse. Hä? Hört ja keinen. Da ist die Kirche. Dann würden wir hier noch Unterhaltung. Botanischer Garten. Von Rucksacktouristen wird das Ding bevorzugt. Ein Restaurant. Müssen gut situiert oder wohlhabend sein. Dann gehen wir hier mal ein bisschen näher dran. Ne? Das sieht hier so auch ganz geil aus. Ein Zirkus könnten wir hier auch noch hinsetzen. Mhm. Bin ich noch nicht so ganz zufrieden mit, muss ich sagen. Aber wir können auch ganz normale Baracken hier hinbauen. So, so. Schließt dann sozusagen hier ab. Dann brauchen wir eine Street. Zack, zack. Und dann könnten wir hier zum Beispiel, lasst uns mal eben schauen. Unterhaltung. Eine Taverne könnten wir da noch hinbauen. Botanischer Garten. Der Zirkus wäre, glaube ich, ein bisschen zu groß, oder? So ein bisschen, ja. So ein bisschen. Dann würde ich sagen, bauen wir hier, setzen wir hier noch da drauf. Ich komme nicht drauf. Tourismus. Eine Klinik wäre schon ganz geil. Die werden so überlaufen sein. So viel steht fest. Bau. Kleiner Laden. Den hätte ich vielleicht da hinsetzen sollen. Wir machen mal hier einen Bauabbruch. Setzen dort den kleinen Laden hin. Aha, weil da passt er. Und da nehmen die Klinik. Zack. Hier bauen wir Landhäuser hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir wollen ja auch ein bisschen mehr Wohnraum bieten. Dann haben wir hier noch ein bisschen Platz. Und hier bildet sich Tatsache eine kleine, aber feine Stadt. Das muss man ja mal anmerken. Ich finde das toll. Ich finde das großartig. Luxusunterhaltung. Theater brauchen wir, glaube ich, nicht. Apartmenthäuser. Ich wäre voll dafür, dass wir eine hübsche Taverne noch bauen. Eine ganz normale Taverne. Können wir ruhig mal machen. Wo ist denn da der Eingang eigentlich? Das habe ich bis heute noch nicht so richtig drauf. So. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist ziemlich lax. Und dann können wir hier Dekoration. Dekoration 2x2, 2x3. Zack. Gut, ihr Lieben. Damit haben wir richtig viel Asche ausgegeben. Und damit sind wir am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Lasst dem Kanal doch ein Abo da, damit ihr künftig keine Inhalte mehr verpasst. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön bitte und noch einen wunderschönen Tag. Ciao.